Ja, servus Leute, mein Name ist MTC und willkommen mal wieder zu einem neuen Talk auf meinem Kanal. Jo, heute wird es um das Thema introvertiert sein gehen. Nicht nur um das Thema Introvertiertheit, sondern vielmehr auf den Bezug, wie man mit introvertierten Menschen umgeht. Das soll jetzt kein professionelles, ultra krasses Video sein, einfach nur so, ja, ein Video mit meiner Meinung, wie ich das empfinde, weil ich ja selbst introvertiert bin. Und wie komme ich auf dieses Thema? Ich habe neulich auf TikTok tatsächlich, ich entnehme einige Themen aus TikTok, was ich gut finde. Man, TikTok ist nicht immer cringe, sehr oft, aber nicht immer. Könnt mir ja gerne folgen, ich habe es auf TikTok, so wie überall auch. MTC, der Link natürlich unten in der Videobeschreibung, würde mich sehr, sehr freuen. Und zwar ging es in diesem TikTok-Video, über das ich heute reden möchte, darum, wie man mit introvertierten Menschen umzugehen hat und dass man sie im besten Fall in Ruhe lassen soll, in Bezug auf das mit einbeziehen. Und ich rede einfach mal so von meiner Sicht, weil ich ja auch introvertiert bin. Ich behaupte mal ganz, ganz frech, dass nicht jeder Introvertierte gleich ist. Es gibt introvertierte Menschen da draußen, die wollen im Prinzip generell nicht genervt oder gestört werden von irgendwem. Die wollen halt in ihrer introvertierten Welt, fernab von Menschenkontakt und sozialer Nähe und was auch immer, wollen sie eigentlich so ihr Ding machen. Also ne, arbeiten gehen und so und wollen dann nach Hause gehen und dann in Ruhe vor sich hin zocken und mit niemandem Kontakt haben. Das ist okay. Es gibt aber auch introvertierte Menschen, die sehr, sehr dazu neigen, schüchtern zu sein und vielleicht ein bisschen mehr machen möchten, aber nicht den Mut dazu haben, weil sie denken, sie werden ausgelacht oder sie werden ausgeschlossen oder sie werden nicht respektiert oder nicht wahrgenommen. Und ich bin so eine Mischung aus beidem, würde ich jetzt mal behaupten. Das Video hier ist, also von mir, ist jetzt wie gesagt kein professionelles Video. Ich erzähle nur, wie es für mich persönlich in Ordnung wäre. Sollte man Menschen, die introvertiert sind, generell in Ruhe lassen oder sollte man sie ein bisschen mit einbeziehen? Pauschal kann man das, wie gesagt, nicht sagen. Es ist sehr schwer zu beantworten. Ich persönlich würde, wenn eine Person introvertiert ist, es kommt ja auch immer drauf an, ne, wie die Person sich dann dazu äußert oder ob sie sich dazu äußert. Gibt ja auch viele Menschen, die lassen das gar nicht so raushängen, die dann vielleicht beispielsweise auf Partys gehen oder mit Freunden schon was machen, aber total ausgelaugt sind, ne? Und so bin ich halt auch, ne? Es ist, also wenn ich mit Menschen mal was zu tun habe, ich meine, ich streame ja momentan so gut wie gar nicht mehr, was heißt so gut wie gar nicht mehr, ich streame seit über einem halben Jahr gar nicht mehr, und trotzdem, wenn ich mal jetzt eine Dead by Daylight Session habe, in der ich jetzt mal, was weiß ich, 3-4 Stunden jetzt am Stück mit Leuten in Discord sitze, wir quatschen, wir zocken zusammen, dann merke ich immer nach diesen 4 Stunden, wie ich dann innerlich so kaputt und leer bin und mich so richtig ausgelaugt halt fühle. Ich merke dann halt für mich selber, das Problem hatte ich ja auch schon beim Stream, dass meine Stimme sehr, sehr müde wird. Ja, ich rede nicht mehr so mit voller Elan und sondern ich merke halt einfach, dass meine Stimme ruhiger wird und sehr, als würde ich halt den Mund nicht auseinander bekommen, so, weißt du, wisst ihr, was ich meine, so, als würde ich fast einschlafen. Das liegt nicht daran, dass die Leute mich langweilen, das liegt einfach daran, dass mich der Kontakt zu Menschen sehr, sehr müde macht. Und wenn ich jetzt mal, also klar, bei der Familie ist es nicht so, ne? Und bei, wenn ich jetzt in einer Beziehung bin, bei einer Beziehung ist es jetzt auch nicht so. Es entwickelt sich halt alles, dass das etwas lockerer ist für mich so. Und auch bei sehr, sehr guten Freunden ist es halt nicht so. Meine jetzige beste Freundin, Grüße gehen raus an Trixie auf jeden Fall an dieser Stelle. Weißt du Bescheid, ne? Ich mache dir irgendwann mal ein Pilzomelett. Bei ihr ist es so, dass über die Zeit, seitdem wir jetzt schon befreundet sind, was auch schon Jahre ist, dass es besser wurde. Und so ist es dann so, dass man sich einfach mal gechillt hinlegen kann auf die Couch und sagen kann, jo, lass mal quatschen über PS Party und lass uns mal auf Netflix eine Serie zusammen gucken. Und es ist voll okay.
Weil du dich nicht verstellen musst, so. Wisst ihr, was ich meine? Weil die Leute einen mögen, wie man ist. Und das auch so akzeptieren. Ne? Und trotzdem hat man als introvertierte Person, also ich gehe wie gesagt von mir aus, hat man halt immer das Gefühl, auch wenn die Leute nervig sein können und man sich so denkt, ja, ich habe keinen Bock auf Menschen, ist es manchmal so als introvertierte Person, dass man halt schon was mit Menschen machen würde, wenn es auch nur ganz, ganz selten ist, vielleicht um die Erfahrung zu sammeln. Aber man denkt sich halt dann so, ja, werde ich akzeptiert? Wenn die Leute mich nicht akzeptieren, wie ich bin, was sagen sie über mich? Wie gehe ich damit um? Ne, dieser typische Moment, wenn dir jemand einen Spruch drückt und du denkst dann 10 Jahre darüber nach, war es jetzt ein Witz? War das jetzt ernst gemeint? Sollte das jetzt irgendwie sarkastisch rüberkommen? War das vielleicht ein Angriff sogar? Oder im Endeffekt halt doch nur ein Scherz? Ne? Das weißt du halt nicht. Und dann denkst du halt darüber nach, machst du den Kopf kaputt und denkst dann beim nächsten Mal, nee, Digga, Menschen so, lass mal gut sein. Bei mir ist es halt eine Mischung aus all dem. Es gibt sehr viele Tage, gerade in den letzten Monaten habe ich das gemerkt, gibt es sehr viele Tage, an denen ich so denke, hey, ich werde dieses Jahr 28, ich war mit 20, 21, 22 sehr, sehr oft draußen. Ich habe Kneipen besucht, ich war in Bars, ich habe Dart gespielt, Billard gespielt, ich habe neue Leute kennengelernt, die ja in gewissen Situationen relativ cool waren. Und ich habe getrunken, habe ein bisschen gefeiert, hatte mit Menschen zu tun. Und dann ging ich trotzdem nach Hause, habe meinen Kater ausgepennt am nächsten Tag und wollte einfach nur mit einer Packung Kekse meinetwegen vor YouTube oder Netflix chillen und wollte einfach nur meine Ruhe haben. Während ich in dieser Phase, als ich dann extrovertiert war, gefühlt mit Menschen Kontakt haben wollte. Und gerade in den letzten Wochen merke ich, nicht merkt, merke ich, wie krass mir das manchmal fehlt. Und dann sehe ich halt einfach freitags, dass die Leute halt einfach eine Familie haben, dass die Leute nicht mehr rausgehen, dass die Leute nicht mal mehr die Zeit haben, sich für eine Stunde in Discord zu treffen, um ein bisschen zu quatschen oder Musik zu hören. Die Leute haben ihr eigenes Ding am Laufen, machen halt das, was sie halt machen, führen halt ihr Leben so, wie sie es halt leben möchten. Und wir haben prinzipiell keine Zeit mehr für irgendwas. Ich meine, ich spreche das so oft an in meinen Videos, ne? Also Thema Freundschaft und so, dass die Leute halt immer weniger vorhaben. Und ich merke das halt an mir selber. Du sitzt halt freitags da und denkst dir so, jo, heute ist Freitag, ne? Ich werde heute ein bisschen was trinken, werde ein bisschen zocken mit Freunden. Und dann guckst du so, wer online ist, und dann siehst du halt, es sind halt immer dieselben Pappenheimer, die im Prinzip kaum Zeit oder vielleicht auch gar keine Lust haben. Und dann sitzt du halt einfach so da, so gegen 22 Uhr, gähnst halt einfach 5, 6 Mal und denkst du so, ich bin schon im Prinzip seit morgens auf den Beinen, habe heute schon ein paar Dinge gemacht, erledigt so. Ich habe irgendwie keinen Bock mehr auf irgendwas. Dann schläfst du halt einfach ein und dann stehst du halt irgendwann da und bist deprimiert davon, weil du halt dir die Frage stellst, okay, was hat sich so krass verändert, dass das Leben so langweilig ist? Ich meine, versteht mich nicht falsch, so, ich liebe es, introvertiert zu sein. Ich möchte mit Menschen nicht so viel Kontakt haben. Mir reicht es aus, mit Menschen im Internet was zu machen. Ja, ob's zu zocken ist oder Musik zu hören, quatschen, Film gucken, Serien gucken, ab und an mal schreiben, ne? Ich bin gar kein Freund von diesem im Real-Life-Treffen. Das will ich gar nicht so. Es gibt so viele Mädels, also was heißt so viele Mädels, das jetzt auch wieder nicht, aber es gibt schon so 3, 4 Mädels, die ich im Real-Life kenne, schon seit ganz, ganz langer Zeit, ne? Die halt schon gemeint haben, ah, komm, ich komm mal vorbei oder kommst du mal vorbei? Und im ersten Moment sagt man so, ja klar, warum nicht? Und dann kommt es immer öfter vor, von wegen, ja, wann kommst du denn endlich rum so, oder, ne, wann hast du mal wieder Bock, was zu machen? Man hat sich ja schon seit Jahren nicht gesehen. Und dann sagst du halt einfach so beim ersten und zweiten Mal, ja, ich habe keine Zeit, weißt doch Bescheid, die Arbeit und so, ne? Und irgendwann kommst du halt auf den Trichter und sagst halt, du, ich habe momentan einfach keinen Bock. Und dann kommt halt dieser Moment, von dem ich geredet habe. Die Leute verstehen es nicht. Du sagst halt, ey, ich würde dich gerne treffen, aber ich fühle mich momentan nicht in der Lage. Ich habe wieder depressive Verstimmungen oder Stimmungsschwankungen oder hab wieder eine sehr schwere Zeit mit mir selber, und die Leute verstehen es halt nicht. Es ist nicht selten, dass ich von solchen Leuten Lachsmileys bekommen habe, weil die dachten, ich meine das gar nicht ernst, das wäre alles nur sarkastisch gemeint, was gar nicht mal stimmt.
weiß gar nicht, sollte man introvertierte Menschen in Ruhe lassen oder sollte man sie mit einbeziehen? Es gibt sehr viele Menschen, die ich schon kennengelernt habe im Leben, die ähnlich waren, die es aber eher sehr, sehr gestört hat, wenn man sie versucht hat, mit einzubinden. Ich sag mal so, erzwingen sollte man sowieso nichts. Ich bin ein Mensch, so, wenn ich jemanden sehe, der noch introvertierter ist als ich versuche die Person schon mit irgendwelchen, ja, Möglichkeiten, die ich halt habe, mit einzubeziehen, ob es jetzt das Zocken ist, das Quatschen ist oder sonst was. Und wenn ich halt merke, dass die Person so gar keinen Bock hat, versuche ich doch, mich da dann rauszuhalten. So. Und es gibt sehr viele Menschen, die introvertiert sind, die dann irgendwie sagen, tja, was soll ich denn machen? Die Leute wollen mich ja auch gar nicht dabei haben. Und du kannst halt nicht mehr als fragen. Du kannst nicht mehr als fragen, hey, wie geht's dir heute so? Geht's dir gut? Wie war dein Tag so? Und ich weiß nicht. Das Thema Introvertiertheit ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Das ist ähnlich wie das Thema Pessimismus so. Ist es gut, wenn man pessimistisch ist? Sollte man diese Menschen, die pessimistisch sind, von ihrer Meinung so ein bisschen wegführen, weglenken? Schwierig. Jeder sieht das so für sich selber. Introvertiert sein. Es gibt bestimmt viele Beschreibungen, die zu dem Thema passen so. Ab wann ist man introvertiert? Nur wenn man keinen Bock hat, feiern zu gehen? Ich glaube nicht. Nee. Ich glaube, introvertiert ist, mit meinen Worten, wenn man irgendwann in der Lage ist, zu akzeptieren, dass alleine sein nicht immer was mit Einsamkeit zu tun hat. Und dass alleine sein sehr, sehr, sehr toll wirken kann. So beruhigend. Ich habe mittlerweile von dieser Introvertiertheit einen Status erreicht oder ein Level erreicht, keine Ahnung, wie man es nennen möchte. Ja, ein Level erreicht, wo ich sage, hey, ich verkacke teilweise sogar Beziehungen und so. Ich meine, ich bin in einer Beziehung und in einer Beziehung musst du halt mit dem Partner kooperieren. Du musst zusammen was machen. Du kannst nicht einfach irgendwie hingehen und sagen, ja, nee, du, ich mach das jetzt nicht, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Du musst ja irgendwie auch mit dem Partner zusammen was machen. Du kannst den Partner jetzt nicht einfach ignorieren, so. Und ich sitze ab und zu auf meiner Couch und genieße es einfach alleine zu sein. Ich genieße es, wenn ich alleine Musik höre als Beispiel. Ich genieße es, musikalisch gesehen, den ein und selben Song 30 Mal rauf und runter zu hören. Oder bei einem Song einfach mal in der Mitte aufzuhören und halt einen anderen Song drauf zu machen. Ja? Oder wenn ich jetzt mal zu müde bin, um eine Serie weiter zu gucken, höre ich einfach auf und gucke mir die Serie beim nächsten Mal weiter an. Oder ich gucke mir irgendwelche Videos an, die keiner interessant findet und ich weiß ganz genau, ich kann mir diese Videos reinziehen, bis ich, keine Ahnung, viereckige Augen habe. Und keinen stört's, keinen interessiert's, weil niemand dabei ist. Auf der anderen Seite gibt's halt wieder sehr, sehr viele Momente, in denen ich mich sehr, sehr alleine fühle. Ja, nicht wegen dieser Introvertiertheit, sondern weil es mir halt manchmal fehlt, ein bisschen was zu machen. Ich kann euch nur sagen, als ich damals diese Zeit hatte, in der ich sehr oft unterwegs war, in Bars war, in Kneipen war, mich mit Leuten getroffen habe, mir hat die Zeit sehr, sehr gefallen. Ich habe die Zeit genossen. War aber mindestens doppelt so krass dankbar dafür, dass ich zu Hause meine Ruhe hatte. Ich bin ein sehr, sehr, sehr nachdenklicher, ruhiger, introvertierter Mensch, der sehr, sehr, sehr gerne alleine ist. Und viele Menschen gehen kaputt an diesem Alleinsein, weil es sich zu einer krankhaften Einsamkeit entwickelt. Und diese Menschen tun mir leid und obwohl ich ab und zu mal dieses Gefühl habe, mir würde es fehlen, mal ein bisschen was zu machen, liebe ich es, ungemein alleine zu sein. Ich liebe es wirklich ungemein. Trotzdem gibt es ab und zu Tage, an denen ich mich einsam fühle. Aber das hat ja nichts damit zu tun. Ich finde, wenn du eine Person hast, mit der du befreundet bist oder Bekanntenkreis, und die Person halt nicht wirklich Lust hat, mit dir was zu machen, es kostet nichts, es tut nicht weh, nachzufragen, ob alles in Ordnung ist. Es gibt Menschen, die wollen nicht über irgendwas reden, weil sie nicht die passenden Worte finden. Und man kann ja auch, wenn man jetzt einen Kumpel hat oder eine Freundin hat, die introvertiert ist, kann man ja sagen, ey, möchtest du heute als Beispiel, man geht ja immer davon aus, dass extrovertiert sein Partys heißen,
oder Partys heißt, Party machen heißt, muss es ja nicht immer. Aber wenn du halt einen Kumpel hast, einen Freund hast, eine Freundin, was auch immer, und du sagst so, hey, hör mal, das ist eine Party, hast du Bock hinzugehen? Und die Person sagt, nee, eher nicht. Anstatt es dann zu hinterfragen oder, ja, warum denn nicht? Komm doch mit, mach doch halt mal. Anstatt so zu sein, finde ich halt, dass man vielleicht eher hinterfragen soll, was die Person als bessere Idee vorschlagen würde. Ja, okay, Party klingt nicht so gut. Okay, möchtest du stattdessen vielleicht eine Serie gucken? Und wenn die Person dann auch Nein sagt, dann kannst du ja sagen oder kannst du ja fragen, okay, geht's dir heute nicht so gut oder hast du gar keinen Bock momentan irgendwas zu machen? Willst du einfach nur für dich alleine sein? Und dann hörst du ja raus, ja du, mir geht's heute nicht so gut oder ich habe nicht so die Laune dazu, ich möchte halt eher heute für mich alleine sein, so, ne? Und dann weißt du es auch, dann hast du die Antwort. Und das hat nichts mit krampfhaft mit einbeziehen zu tun, aber auch nicht auf Krampf komm raus, die Person ändern zu wollen, denn du kannst eine introvertierte Person eh nicht ändern, also kannst du nicht, egal wie sehr du es versuchst. Ich hatte solche Momente schon in Beziehungen und das kannst du nicht ändern, so. Du kannst für die Person da sein, klar, es gibt auch viele Leute, die wollen gar nicht bemitleidet werden, weil viele Leute, die mit Introvertiertheit nichts zu tun haben oder nichts anfangen können, die denken so, ja, Introvertiertheit heißt, ja, man hat sich halt abgefunden, damit einsam zu sein. So ist es nicht. Wie gesagt, ich liebe es, alleine zu sein. Ich lieb's, auch wenn ich manchmal so Tage habe, an denen ich mir so denke, ein bisschen mehr wäre halt schon cool, aber ja, ist doch okay. Gerade wenn ich trinke, denke ich mir so, jo, früher, ja, sehr oft draußen gewesen, Billard spielen, Dart spielen, was so, sich mit Leuten unterhalten, vielleicht ein bisschen Witze machen, vielleicht ein bisschen über die Stränge schlagen. Dann fehlen mir diese Momente, ganz klar, aber immer dann, wenn ich dann auf meiner Couch sitze und mir was Leckeres zu essen gemacht habe, genieße ich es einfach alleine zu sein, einfach mal die Beine hochzulegen, YouTube zu gucken, vielleicht mal einen Stream anzumachen von irgendeinem Streamer, den ich gerade verfolge, vielleicht ein altes Let's Play drauf machen von irgendeinem YouTuber, den ich schon seit Jahren verfolge, auch wenn das Let's Play schon uralt ist und einfach mal, wie gesagt, die Beine hochlegen, was Leckeres essen und dann vielleicht ein paar Stündchen schlafen, so. So war es halt einfach, ne? Und kein Mensch ist da, dem du Rechenschaft ablegen musst oder abgeben musst. Kein Mensch ist da, den du unterhalten musst, so. Dem du quasi eine Show bieten musst, ja? Das ist etwas, was ich an diesem Alleinesein liebe. Und wie gesagt, Alleinesein hat definitiv nichts mit Introvertiertsein zu tun. Klar, introvertiert sein ist breit gefächert, definitiv. Wie gesagt, das waren so meine Worte, weil dieses TikTok-Video war halt. Es wurde halt, also für mich persönlich kam es halt so rüber wie, ja, wenn Leute introvertiert sind, dann lasst die auf jeden Fall in Ruhe, bezieht die nicht zu irgendwas ein. Wiederum haben Leute in der Kommentarsektion gemeint, ja doch, gerade die sollte man auf alle Fälle mit einbeziehen. Denkt nicht, dass introvertiert sein eine Krankheit ist oder so. Es gibt halt nun mal Menschen, die haben keinen Bock auf andere und ich lerne immer mehr Menschen kennen, die so ticken. Und das sind die meisten Menschen so, dass sie das einfach zulassen und dann sehr, sehr kaputt daran gehen. Und wenn ihr introvertiert seid und jemand hat Bock mit euch was zu machen, dann versucht einfach das frei raus zu sagen. Sagt einfach, nee, du, ich hab ehrlich gesagt momentan keinen Bock auf irgendwas, auf eine Party oder auf irgendwas Gemeinsames. Ich will momentan einfach nur alleine sein. Und dann akzeptiert es aber auch und denkt nicht, dass die Person traurig ist oder so. Ihr könnt nachfragen, ey, ist alles okay bei dir, ne? Oder magst du generell einfach momentan nichts machen? Kannst du mit mir darüber reden? Und die Sache ist dann gegessen. Ja. Das sind so meine paar Worte zu dem Thema introvertiert sein. Keine Ahnung, seid ihr introvertiert? Seid ihr extrovertiert? Oder seid ihr eine Mischung aus beidem? Wie steht ihr so zu dem Thema? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Würde mich sehr, sehr freuen. Und folgt mir gerne auf TikTok, Discord, Twitter, Instagram, je nachdem, was ihr möchtet. Alle Links sind natürlich in der Videobeschreibung. Mich würde es unheimlich freuen, wenn ihr bei uns auf den Discord-Server kommt und ab und zu mal ein bisschen mitquatscht. Das war's an dieser Stelle. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video, was auch immer ich machen werde. Bis dahin aber, ciao und Servus.